which part no man that ain't got to shake your hand. Get that style check, put it in pocket like a sack. So, hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch gesagt, dass ich euch ein kurzes Tutorial bezüglich Rainmeter mache, das bedeutet meinem Desktop-Setup, und das mache ich jetzt. Rainmeter ist ein Programm, das es komplett kostenlos gibt und mit dem könnt ihr euren Desktop so gestalten, wie ihr diesen haben wollt. Fangen wir erstmal damit an, was ihr denn dafür benötigt. Vorab, ihr benötigt Rainmeter. Ich werde euch jeden einzelnen Link in die Beschreibung packen, das bedeutet, ihr könnt dort einfach Schritt für Schritt das runterladen und wir gehen da dann gemeinsam durch. Auf rainmeter.net könnt ihr euch Rainmeter runterladen, hier unten auf Download, und das Ganze einfach abspeichern und installieren. Genauso braucht ihr La Compagnie des Sombres, da könnt ihr hier oben auf Download klicken, es runterladen und einfach abspeichern und installieren am besten. Genauso auch Fountain of Colors, Circuitous 2 und Honeycomb. Jeweils hier oben rechts einfach draufklicken und es installieren. Wenn ihr dann Rainmeter startet, sollte das Ganze so aussehen. Das Ganze ist sozusagen ein Begrüßungsscreen. Hier oben seht ihr, was für ein Datum es ist, wie viel Uhr es ist und wie viel eurer CPU, eures RAMs ihr benutzt und wie viel Speicherplatz ihr habt. Das Ganze könnt ihr mit Rechtsklick und mit Skin schließen einfach schließen. Das benötigt man nicht wirklich und ich finde, das sieht auch nicht so toll aus. Das ist sozusagen einfach der Standard-Screen. Und so sieht mein Desktop aus. Das bedeutet, ihr seht hier oben links die Uhrzeit und was für ein Datum es ist. Hier rechts meine CPU-Usage, RAM, wie viel Speicherplatz ich habe und wie viele Sachen in meinem Mülleimer sind. Dann seht ihr hier links Honeycomb. Das bedeutet Programme bzw. Desktop-Applications, die ich einfach hübscher dargestellt habe. Das bedeutet, ich klicke jetzt zum Beispiel hier auf Battle.net und Battle.net öffnet sich. Oder auf Photoshop und Photoshop öffnet sich. Das gleiche gilt natürlich auch für Sachen wie Twitch. Das bedeutet, ihr möchtet schnell einen Livestream schauen, klickt einfach drauf und Twitch öffnet sich direkt. Müsst ihr nicht immer dann oben eingeben und was weiß ich. Oben habe ich dann als kleines Gimmick noch einen Equalizer hingepackt, da es A schön aussieht und ich finde, es hat einfach was. Es sieht ziemlich gut aus mit diesem regnerischen Background, von daher. Ne? Aber das liegt ganz bei euch, das müsst ihr nicht machen. Ich sollte vielleicht auch noch sagen, dass Rainmeter und all die Skins, die ihr ausführt, natürlich CPU und RAM kosten werden. Das bedeutet, euer PC wird nicht ganz die Leistung erbringen wie davor, aber das ist minimal, das ist wirklich nicht viel, von daher eigentlich sollte das sogar auf den alten Computern ziemlich gut funktionieren. Das Wichtige ist nur, ihr solltet das Ganze unter Windows 10 laufen lassen. Es geht auch unter Windows 7, aber es könnte zu Komplikationen kommen. Nachdem ihr nun die Skins geschlossen habt, könnt ihr das Fenster von Rainmeter öffnen und wir fangen mit dem leichtesten an, und zwar mit La Compagnie des Sombres. Dafür klicken wir einfach auf den Pfeil, öffnen Clock. Und dann gibt es hier zwei Dateien, einmal die deutsche und einmal die englische. Und einfach Doppelklick auf die deutsche oder englische, je nachdem, was ihr haben wollt. So sieht die englische aus. Das ist die deutsche. Ich möchte die deutsche haben, von daher. Verschieben können wir das Ganze auch einfach per Drag and Drop. Also echt nicht schwer. Ganz einfach. Illustro wird euch in diesem Tutorial gar nichts bringen, weil das so dieses Standard-Theme ist. Und das persönlich mag ich nicht, von daher meh. Nee, Illustro fällt weg. Das nächste, was ihr einrichten könnt, was auch sehr leicht ist, ist Circuitous 2. Das bedeutet, ihr öffnet das Ganze wieder und jetzt, je nachdem, was ihr haben wollt, müsst ihr es eben öffnen. Jetzt zum Beispiel hier einmal den Mülleimer. Einfach doppelklicken und dann per Drag and Drop irgendwo hinziehen. So, das Ganze habe ich jetzt hier auch noch mit meinen zwei Festplatten gemacht und sie hier schön angeordnet. Wichtig ist auch noch, dass ihr die Skins, die wirklich auf dem Desktop bleiben sollt, einmal rechts klickt, dann geht ihr unter Einstellungen, Position und auf den Desktop. Das gleiche macht ihr hier auch, Einstellungen, Position auf dem Desktop. Das macht ihr einfach bei allen, die wirklich auf dem Desktop bleiben sollen, wenn ihr ein Spiel zum Beispiel öffnet, damit das nicht eben auf dem Spiel ist, also dass es euch in-game stört und so weiter. Generell empfehle ich euch, unter Rechtsklick ein bisschen das Optionsmenü zu entdecken. Zum Beispiel die Transparenz, da könnt ihr das Ganze einfach noch transparenter machen. 60% zum Beispiel, das sieht nochmal atmosphärischer aus, meiner Meinung nach. Kommen wir nun zur Fountain of Colors. Einfach wieder öffnen,
doppelklicken und ihr seht hier oben, habt ihr dann direkt einen Equalizer. Ihr müsst wahrscheinlich jetzt eine Musik anmachen oder ich weiß nicht, ob mein Video reicht. Auf jeden Fall muss es laut genug sein, damit das Ganze ausschlägt. Wenn es ausschlägt, könnt ihr Rechtsklick auf einen der, ja, Ausschläge, wie auch immer, machen und das Ganze bearbeiten unter Options. Einfach draufklicken und jetzt habt ihr hier sehr viele Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Zum Beispiel Single Color mäßig. Es hat nur noch eine Farbe. Jetzt fängt mein Lied gerade leider nicht wieder von vorne an, deswegen zack. Ich muss das Ganze mit Live-Musik machen, damit ihr das Ganze auch seht. So, Single-Color-mäßig könnt ihr jetzt hier einfach eine Farbe einstellen. Schwarz. Irgendwie ein Grün oder Rot. Alles Mögliche, was ihr wollt. Genauso könnt ihr Random-Colors einstellen. Das bedeutet, es wechselt die ganze Zeit. Jetzt ist es lila. Gleich wird es blau, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich komplett random ist oder ob das ein Pattern abgeht. Aber ich denke mal, es ist random. Grün. Genauso könnt ihr Custom Colors setzen. Zum Beispiel Rot, Blau und was weiß ich, Schwarz. Was mir persönlich aber am meisten gefällt, ist Wallpaper Colors. Das bedeutet, der Equalizer passt sich eurem Wallpaper an. Das Ganze bei mir ist jetzt ziemlich blau und somit wurde der auch blau. Unter Display könnt ihr dann die Anzahl der Balken, die Breite und die Abstände dazwischen einstellen. Genauso auch die Höhe und die Rotation. Das bedeutet, wenn ihr das nicht hier haben wollt, sondern links oder rechts oder unten von mir aus sogar, dann könnt ihr das Ganze hier einstellen oder auch schräg von mir aus, wie ihr das wollt. Ihr könnt alles Mögliche anpassen. Hier ist es wichtig, dass ihr das Ganze so anpasst, dass es auf euren Bildschirm sehr gut passt. Würde ich die Musik jetzt lauter aufdrehen, würden die Balken tatsächlich bis hier nach ganz links gehen. Da ich aber nicht möchte, dass es auch noch auf meinen zweiten Bildschirm geht, muss ich es sozusagen so lassen. Von daher spielt da ein bisschen einfach herum, sodass es perfekt für euch passt. Unter Audio könnt ihr dann auch noch die Sensitivität davon einstellen. Das bedeutet, wenn ich habe jetzt sehr leise Musik, wenn ich das jetzt hier runterstelle, sind gar keine Balken da, weil es die Musik einfach nicht wahrnimmt. Wenn ich das jetzt aber wieder hochstelle, tauchen sie wieder auf. Und wenn ich das sogar nach ganz oben schraube, sollten ja die Balken gehen sogar bis fast ganz nach links. Das bedeutet, hier müsst ihr auch so ungefähr das Richtige finden. Für mich ist es meist ungefähr bei 70. So, und damit bleibt nur noch Honeycomb. Und Honeycomb ist somit auch noch das Schwerste hier. Also der schwerste Skin. Ganz einfach dadurch, dass ihr entweder selber etwas, ja, designen müsst, nenne ich es mal, und eben Sachen sozusagen mit, ja, verlinken müsst. Wenn ihr Honeycomb öffnet, dann seht ihr hier sehr viele verschiedene Programme. Zum Beispiel Spotify oder ich muss jetzt irgendetwas nehmen, was ich habe, wie zum Beispiel Firefox. Ihr doppelklickt das einfach und bam, ihr habt direkt Firefox. Schön. Wenn ihr jetzt Firefox anklickt, öffnet sich euer Firefox. Oder es gibt auch Chrome, falls ihr Chrome benutzt, irgendwo weiter oben bei C. Chrome. Also Chrome existiert auch. Ich benutze jetzt Firefox. Auf jeden Fall, Firefox funktioniert von Anfang an ohne Probleme. Die Sache ist nur, Sachen, die ihr nicht installiert habt oder die nicht von alleine funktionieren, wie zum Beispiel, was könnte ich denn da nehmen? Ha, ich benutze einfach meinen perfekten sozusagen Skin dafür, um euch das zu zeigen. In dem Fall Discord. Discord ist hier nicht vorhanden unter Honeycomb. Das bedeutet, ihr müsst es selber erstellen. Das Ganze ist jetzt wirklich keine Zauberei oder so, sondern ihr nehmt euch einen Skin, den ihr nicht benötigt, wie zum Beispiel Clover. Keine Ahnung, was du bist. Ich nehme dich jetzt. Und habt dich jetzt hier offen. Ihr könnt dann Rechtsklick darauf machen und auf Skin bearbeiten klicken. Dann öffnet sich hier dieses kleine Editor-Fenster. Hier seht ihr jetzt Left Mouse Up Action Clover.exe. Das Ganze wollt ihr natürlich nicht, weil ihr möchtet, dass das Ganze Discord wird. Das bedeutet, ihr sucht euch die Exe-Datei in eurem Discord-Ordner, macht Rechtsklick darauf und kopiert einfach den Link, der dorthin führt. Das bedeutet, in dem Fall wäre es bei mir auf der Festplatte C, Jack, bla bla bla, Discord. Ich kann euch das Ganze hier auch einmal zeigen. Das Ganze würde so bei mir jetzt aussehen. Und das kopiert ihr einfach da rein mit den Anführungsstrichen und
speichert das Ganze erst einmal. Dann würde euch die Datei schon mal, also es hätte dieses Bild, aber es würde euch auf Discord führen. Das Ganze ist schön und gut, aber ihr möchtet natürlich auch noch das Discord-Bild haben. In dem Ordner von Honeycomb, also in dem Ordner von Rainmeter, ist der Ordner Honeycomb und in Honeycomb sollte die Datei Template vorhanden sein. Das Ganze ist eine Photoshop-Datei, das bedeutet, ihr braucht ein Programm, das entweder Photoshop-Dateien öffnen kann oder Photoshop ist, logischerweise. Ihr könnt die Datei dann einfach öffnen und ihr werdet direkt sehen, dass das Ganze einfach ein Template ist, um eine Honeycomb-Datei, ein Honeycomb-Bild zu erstellen. Um dann eben dieses Template zu verändern, müsst ihr einfach eine Datei draufziehen und das Ganze, ja, Photoshoppen, einfach anpassen, gewisse Ränder abschneiden. Es ist wirklich keine Meisterarbeit und es muss auch nicht perfekt aussehen, man muss einfach nur wissen, was es denn genau ist. Wenn ihr dann fertig seid, seid euch sicher, dass ihr das Bild an eine bestimmte Position speichert. Jetzt nicht irgendwo hinspeichern, wo ihr das dann am nächsten Tag direkt wieder verschiebt oder so, sondern es sollte immer an einer Stelle bleiben, jetzt zum Beispiel im Bilderordner. Davon macht ihr dann, also von der Bilddatei, eine Kopie, eben wie hier eine Verknüpfung. Und rechtsklickt die Verknüpfung, geht unter Eigenschaften und hier seht ihr den Zielordner. Das bedeutet C, User, Jack, Video, bla 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 bla, Honey, OBS, Steam, Template, PNG. Jetzt kann ich hier den Skin bearbeiten und werde direkt diesen Link vorfinden. Unter hier, die PNG-Datei. Perfekt. Einfach hier reinkopieren, wieder mit den Anführungsstrichen, abspeichern, dann öffnet ihr einmal kurz Rainmeter, was bei mir schon offen ist, klickt dann in dem Fall, es wäre ja die Clover-Datei, also dieses lustige Zeichen hier, klickt dann einmal auf Alle aktualisieren und das Ganze sollte sich angepasst haben und das Bild, das ihr eingestellt habt, haben. Euer Desktop sollte so dann so aussehen. Ihr könnt das natürlich komplett anpassen, Leute. Ihr könnt euch weitere Skins runterladen. Rainmeter hat unendlich viele Skins. Das ist wirklich absolut genial. Informiert euch da einfach ein bisschen, schaut euch das an. Und ich hoffe, ich konnte damit zumindest ein bisschen helfen. Ich habe noch nie ein Tutorial gemacht, von daher ist das ein bisschen eigenartig für mich. Tja, ich Depp habe tatsächlich Classic Shell vergessen zu erwähnen. Das Ganze ist auch ein tolles Programm, das verlinke ich euch auch unten. Und das Ganze einfach runterladen, installieren und dann könnt ihr unter Classic Start Menu Settings einfach öffnen. Dann klickt ihr hier oben auf Show All Settings, geht dann auf Taskbar und damit könnt ihr eure Taskbar hier unten anpassen. Das bedeutet von so sieht es normalerweise bei mir aus und so sieht es in transparent aus. Bei mir sind die Programme in der Taskleiste ja in der Mitte, das Ganze ist jedoch nicht allzu praktisch, von daher, ja, include ich das jetzt mal nicht ins Video. Falls ihr das trotzdem sehen wollt, werde ich euch einen Link, zeigen, whatever, auch unten verlinken natürlich, und da seht ihr dann, wie das Ganze funktioniert. Damit bedanke ich mich, ich habe wieder mal ziemlich viele Abos dazu bekommen, ich bin super, super froh und super stolz auf euch und auf mich. Und nicht vergessen, ich habe Twitter und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich behaupten. Macht's gut!